zum dritten Mal in Folge hat Real Madrid in diesem Jahr die Champions League gewonnen. Nur wenige Wochen nach dem Triumph in Kiew richtet sich der Blick auf die kommende Saison 2018/2019. Wann findet die Auslosung zur Gruppenphase statt und welche Teams sind dabei? Spox hat alle Infos. Die Auslosung zur Champions League Gruppenphase wird am 30. August in Monaco stattfinden. Dann entscheidet sich, auf welche Teams die deutschen Teilnehmer treffen. Die 6 Spieltage werden zwischen dem 18. September und dem 12. Dezember 2018 ausgetragen. Das Finale findet am 1. Juni 2019 in Madrid statt. Austragungsort ist das Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid. Champions League Auslosung der Gruppenphase im Livestream sehen. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 30. August 2018 um 18 Uhr statt und wird live auf der ZN übertragen. Der Streamingdienst der ZN hat sich ab der Saison 2018/19 Rechte für die Champions League gesichert und zeigt zahlreiche Spiele live und exklusiv. Wie genau die Aufteilung zwischen Sky und DAZN aussieht, könnt ihr hier nachlesen. Außerdem hat sich der ZN die Rechte für die Europa League gesichert. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier. Wer noch kein DAZN-Abonnement hat, kann der ZN 30 Tage lang kostenlos testen und sich vom Angebot überzeugen. Nach dem Probemonat kostet der ZN 9,99 Euro. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat. CL-Qualifikation, noch 6 freie Plätze für die Gruppenphase. In der Champions League-Qualifikation werden die letzten 6 freien Plätze für die Gruppenphase vergeben. Zwischen dem 10. Juli und dem 18. Juli lief die erste Runde, bei der unter anderem Apoel Nicosia, letztjähriger Gruppengegner von Borussia Dortmund, ausschied. Ab der zweiten Runde gibt es 2 getrennte Lostöpfe. Über den Champions Weg können sich nationale Meister qualifizieren. Hier sind beispielsweise Mannschaften wie PSV Eindhoven, Young Boys, Bern oder Red Bull Salzburg vertreten. Teams, die sich auf andere Weise einen Startplatz in der Qualifikation erspielten, landen im Platzierungsweg. Top-Teams sind hier Benfica Lissabon, Fenerbahce, Ajax Amsterdam oder der FC Basel. Champions League, wann ist die Auslosung zur Gruppenphase? Die Auslosung zur Champions League Gruppenphase wird am 30. August in Monaco stattfinden. In den vergangenen Jahren wurden die Kugeln ab 12 Uhr gezogen. Eine genaue Uhrzeit wurde allerdings noch nicht festgelegt. Ebenso wie die Übertragung im TV. Hier waren die vergangenen Auslosungen bei Sky Sport News HD zu sehen. Diese Teams sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert. Wäre in Land Top Real Madrid Spanien 1, Atletico Madrid Spanien 1, FC Barcelona Spanien 1, FC Bayern München Deutschland 1, Manchester City England 1, Juventus Turin Italien 1, Paris Saint-Germain Frankreich 1, Lokomotive Moskau Russland 1, Borussia Dortmund Deutschland 2, FC Porto Portugal 2, Manchester United England 2, Shakhtar Donetsk Ukraine 2, SSC Neapel Italien 2, Tottenham Hotspur England 2, AS Rom Italien 2 oder 3, FC Liverpool England 2 oder 3, FC Schalke 04 Deutschland 3, Olympique Lyon Frankreich 3, AS Monaco Frankreich 3, ZSKA Moskau Russland 3, FC Valencia Spanien 3 oder 4, Viktoria Pilsen Tschechien 3 oder 4, Club Brügge Belgien 3 oder 4, Galatasaray Türkei 3 oder 4, Inter Mailand Italien 4, TSG Hoffenheim Deutschland 4. Werbung.